Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Welche beiden Entscheidungen meinst du? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß, dass ihr und eure Geheimnislage hinter dem steckt, was mit Stockton Gravane geschehen ist. Komm einfach raus und sag, was du... Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Es gibt bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss mehr wissen. Aber es gibt auch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich weiß nicht. Kann man hier speichern? Wir probieren es mal. Es gibt doch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss aber mehr wissen. Du scheinst vernünftig zu sein. Arbeite mit uns zusammen. Das ist eine Menge. So ein Deal? Tja. Das ist mir zu hoch. Pass auf, ich teile dem Lager mit, dass du kommst. Dann kannst du das mit ihnen ausmachen. Viel Glück. Mal gucken, ob das uns was bringt. Ich werde jetzt aber mal separat gerade speichern. Falls ich versehentlich mal zwischenspeichere oder so, ne? Wir gehen am besten oben rum oder quer durch. Wie wir Böcke haben. Er ging quer durch, glaube ich. Blub, blub. Ah, das ist da. Ist ja perfekt. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Okay, dann machen wir das doch mal. Was ist da gerade passiert? Nein! Wussten, dass wir kommen. Wir haben bestimmt einen Sensor ausgelöst. Ich wette um 50 Kronkorken, dass es von denen noch viel mehr gibt. Wo ist er? Die Missionen müssen laufen. Wir sind nicht allein. Das war wohl der letzte. Ma. Der Eindringling muss vernichtet werden. Ma, vielleicht. Da kommt jemand. Schau mal, wer da ist. Was ist denn jetzt falsch hier? Nerv doch nicht, Handy. Was sind die denn, die Jungs? Bis dann, Kumpel. Jo, wieder einfach one hit down gehen, ne? Die müssen da ja was echt Wertvolles verstecken. Schönes Bild. Noch keine Spur von der Karawane. Sie müssen sie irgendwo festhalten. Was zum Teufel machen sie hier überhaupt? Was? Habe ich gerade irgendwas aufgehoben? Habe es nicht mitgekriegt? Irgendein Holoband. Ich meine, es war irgendein Holoband. Die Jungs nerven mich nicht mehr. Das ist gut. Ich glaube,
das ist. Was war das? Können die denn die Schilder nicht lesen? Das war's nett. Dass ich wieder in den Steinbruch gehe. Schon zu lang her. Hadrians Einladung. Hadrian, Karl, hätte da Arbeit, die dich interessieren könnte. Jamaica Plain sagt dir was, ja? Wo sie vor dem Krieg all die Schätze versteckt haben. Wegen den Ghulen hat sie nie jemand gefunden. Was ist das für eins? Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon... Mach ich den Shark? Ich weiß es gerade nicht, deswegen muss ich mal kurz zurückgucken. Ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Speeren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Ritter Astlins Holoband braucht man nicht. Schlachtfeldholo, wobei. Ritter Terra Astlin, stählerne Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Grunddaten, was ist das? Wo bin ich? Aber. Wenn es nicht was Wichtiges ist, dann fluktuieren etwas, aber noch. Wer seid ihr? Was? Scheiße! Oh, mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte verfolg. Ganz ruhig. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Wasserkanäle umgebaut. Wer ist gefällt mir nicht. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das der Safe? Beantworte die Fragen. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Der Eindringling muss vernichtet werden. Ja, vielleicht. Au! Was zum... Was war das? Wenn du durch rein jetzt kommt er von der anderen Seite. Den Doktor unter allen Umständen. Sperren Lagerschlüssel. Schützt den Doktor unter allen Umständen. Den Doktor, den ich schon gekillt habe? Schlecht. Wiedergabe. Bitte! Ich habe ein Kind, ich... Willst du noch eine Behandlung? Nein! Also nochmal. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher! Nochmal. Welche Position? Catcher! Ich wäre der Catcher! Warum? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe als Kind ein Bild gesehen. Kennen Sims überhaupt die Regeln von Baseball? Nein, bitte! Ich bin kein... Lass mich einfach! Oh. Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseball-Team geschafft. Welche Position möchtest du? Catcher. Die Mission muss geschützt werden. Willkommen zu deinem letzten... Muss nachladen. Verdammt, hab die Spur verloren. Hey, da sind sie wieder. Du hast echt Eier. Naja, hartes Eier. Ja, das sehe ich auch so, Nick. Dass der Eier hatte.
Ja, wir haben nur gut Platz. Das ist okay. Hilfe! Irgendwer! Was hast du noch so drauf? Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Schützt nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner kann bist, könnten sein. Wir die Lage vielleicht noch retten. Stocktons Tochter ist ein Sünd, erzähl weiter. Nichts, was du sagst, kann dir entschuldigen, was ich gesehen habe. Ah, erzähl mal. Rede weiter. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Wo ist denn der? Da bist du. So, normal. Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Ach, die Sache. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Synths. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Synths zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Ein Krieg, wirklich? Ist es so schlimm? Weiß schon, wofür das Institut verantwortlich ist, ja, und muss das Institut vernichten. Ich wollte dich nicht ernsthaft. Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Synths töten. Doch, absolut. Aber zuerst müssen wir sie finden. Ein lebendiger Synth ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium. Aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Wenn der Safe-Test funktioniert, klingt, als würde euer Test vielleicht gar nicht funktionieren. Wenn der Test funktioniert, könnt ihr das einiges ändern, aber eure Methoden sind barbarisch, das ist Folter. Ja, das stimmt, das haben wir gesehen. Aber eure Methoden sind barbarisch, das ist Folter! Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Betrost du mich etwa denn? Töte sie nicht, verschone sie, die Abmachung nehme ich nicht an. Die Abmachung nehme ich nicht an. Du unterziehst niemanden mehr irgendwelchen Tests. Dann musst du mich wohl töten. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Danke, das nehmen wir. So. Bist du eine Blöde, hast du so eine Gestörte am Leben? Dan, alles okay? Hey, Dan. Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? Frag nicht. Frag einfach nicht. Wir schauen uns kurz vorher noch ein bisschen um. Ein Sperreinsteiger. Was? Ach nee, Meister. Ach so. Ups. Ach, echt jetzt. Cool.
Spüllappen, Eimer. Alter Vater. Wir haben noch einen Knall. Lol. Ja. Einfach zu Schloss. Haben wir unten noch einen Fusionskern drin? Nö. Ich glaube, das Terminal kann man, das kann man wahrscheinlich hacken, wie es aussieht. Das ist die halt ja doch echt eine Lade. Gespeicherte Nachrichten. Ah, da kann man es nachschauen. Rückholungsteam ist bereit. Rosalind Chambers an Manny. Money eher. Bis diese ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte dich zurück. Die Structon-Rückholung hat zu viel Aussehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, was du Subjekt 14 so nah an Convent rausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Von Manny an Rosalind Chambers. Unser Team ist versorgt und bereit, Synths zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Okay. Dr. Rogers Wutrede. Von Rosalie Chambers an Tach Blythe. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenant Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Von Tatch Blythe an Rosalie Chambers. Einer von Dr. Rogers Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten, können das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Schwere Bedenken. Von Rosalie Chambers an Emmanuel Rogers. Glaubst du, diese Einwände würden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt, wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt, der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nah ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur ein Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nicht ahnend an dem Test teil. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Von Emmanuel Rogers an Rosalind Chambers. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat, aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Man bedenke, meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Achso, warte mal kurz. Ich bin frei. Wo ist er? Dan? Hey, Dan. Stockton kriegt seine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was, wenn sie ein Synth ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Synth ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Nee. Hältst du mich etwa hin? Hier. Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Bis dann, Dan, fand ich irgendwie netter. Ach, das war der. So, dann gehen wir doch mal. Die Waffe ist auf jeden Fall OP, Alter. Die macht Damage des Zorns. Soll noch hinkriegen, die zu verbessern, dann raste ich aus. So, jetzt gehen wir erstmal da zurück und schauen mal nach. Dankeschön. Ich habe halt irgendwo eine
mit 8 Grad. So, da müssen wir da raus. Gibt da keinen anderen Ausweg. Müssen wir ein bisschen Radeln in Kauf nehmen, leider. Aber ist ja nicht schlimm. Dann gehen wir mal nach Conanand, oder wie es heißt, zurück und schauen mal nach, was die Leute da so meinen. Weil ich habe da eigentlich mit denen ziemlich so Probleme, vor allem mit dem Bürgermeister. Warum kriegen wir jetzt kein Rad? So, wir speichern mal. Auf jeden Fall kein Fehler. Du hast alles zerstört! Was? Wer? Okay, wer will Stress? Oh Gott! Oh Gott! Du kriegst mich nicht! Ich häng hier! Machen wir jetzt anders. Jemand muss mir... Du musst das... Irgendwer noch? Meister. Das wär's. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Wo sind wir noch wer? Scheiße. Oh, auf nimmer Wiedersehen. So. Ist es außen? Ach ja. Tja, wenn es nicht anders geht. Hier. Wow, das war aber Luck. Du spielst hier mit dem Fall. Hä? Was? Tja, wenn es nicht anders geht. Was? Habe ich jetzt was verpasst? Okay, ganz ruhig. Das war dieses Mal versteckt. Na, wo hast du dich verkrochen? Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Ich schwitze ja nicht mal. Kommt jemand. Sie haben ihn erwischt! Der hat uns das letzte Mal unterschätzt. Da draußen ist was. Wie kommt der da raus? Das war wohl der letzte. Scheint so. Frage Third Rail nach Imogen. Sprich mit Edward. Kann ich das jetzt hier machen? Kriegst du deine Limonade?
So, durchsuchen wir die alle mal noch. Sie werden wahrscheinlich... So. Dann braucht Nick uns auch nicht hassen dafür, dass wir das machen. Ne? Krasser Shit. Darf ich das mitnehmen? Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Gell? Kann ich auch die Sachen da drin jetzt mitnehmen? Nur mal so als Frage, weil ist ja im Grunde jetzt ja meins. Es ist immer noch Diebstahl? Muss mir jemand erklären. Spezialmöbel, Energie, Generatoren. Oh Mann, Dead Logic. So. Im Grunde kann man es eigentlich alles so eingerichtet lassen, wie es ist, ne? Weil es eigentlich recht schön gemacht alles. Den Baum in der Mitte würde ich auch stehen lassen. Allgemein alles hier. Wie viele Betten sind eigentlich vorhanden? 9. Passt ja. Schön. Wasser ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ressourcen, Wasser. Ich finde das Ding halt mega, ne? Okay, ist ein blöd kommen, aber das muss halt hier hinten im Garten sein. Weil es auch doof ist, soll hier rankommen. Dann machen wir es hier, weil hier ist eine Nische. Schutz 0. Hä, was ist mit den Dingern da oben? V war's. Ach, so sieht es aus. Okay, kapiert. Wenn ich dann wieder welche hinstellen kann, bin ich glücklich. Ansonsten heul ich. Die sind noch böse gewesen, jetzt verstehe ich das. So. Ey, lass mich mal durch. Ja, jetzt kapiere ich das Ganze. Okay. Das sind auch irgendwelche bösartigen Dinger hier. So. Geht es jetzt, dass ich da welche drauf platziere? Finde ich jetzt schade. Kann ich hier nicht mehr platzieren, das ist doof. Müssen wir selber was überlegen. Gibt's überhaupt was? So eine kleine Mini-Plattform natürlich da.
Naja, wisst ihr was, wir können das machen wir jetzt in der nächsten Aufnahmesession. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Durchs Folgen des Commonwealth und diese komische Sache, die hier gerade abging. Nun ja, wir haben es, denke ich, doch recht produktiv gelöst. Danke, teilen, kommentieren, abonnieren, bitte nicht vergessen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.